Jetzt die Sonne einfach weg, ey. Ich schwöre, diese Sonne komplett meinen Kopf, ne? Mal hell, mal dunkel, mal so, wisst ihr mein? Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video von BHP2MD. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr dem Titel entnehmen könnt, wie immer, habe ich mal wieder neue Klamotten für euch. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die Zeit, wenn dieser Virus weg ist. Dann ist so diese, boah, ich stehe jetzt da, ich kann wieder rausgehen und so. Aber ich habe keine freshen Klamotten. Aber dafür gibt es ja mich, dafür gibt es ja meine Videos. Ihr wisst Bescheid, so. Ihr wisst selber, wisst ich mein. Also, ich habe euch die coolsten Sachen rausgesucht. Und ganz kurz vorab, in diesem Video stelle ich euch die ganzen Sachen vor, die ich rausgesucht habe. Und ihr kennt mich, normalerweise mache ich das alles in einem Video. Aber momentan im Gespräch, Ausgangssperre, dann so, dann Quarantäne. Wir stecken alle unter einer Decke, nur homomäßig. Und deswegen hatte ich keinen Bock, dieses Video zu drehen und dann muss ich 500 Jahre auf die Klamotten warten, dann zeige ich euch das lieber so. Und ich habe die ganzen Sachen auch schon gestern bestellt, also ich bin mal gespannt, wann die ankommen. Und dann mache ich separat dazu auf jeden Fall nochmal ein Try-on-Haul-mäßig, da ziehe ich die ganzen Sachen an. Wer aber bis dahin nicht warten kann, ihr könnt schon mal heute bestellen. So, fangen wir mit meinem Shop des Vertrauens an und zwar ist es Asus. Das allererste Teil ist ein Hemd und zwar, dieses Jahr werden auf jeden Fall diese verwaschene Dye-Shirts und so, dieses mit Flecken drauf, wisst ich meine. Ihr seht's ja, lol. Und ich fand dieses Hemd auch nochmal wild. Es ist nicht komplett weiß, sondern so dieses Off-White-beiges Weiß-mäßig mit diesem hellen Braun. Ich finde, das harmoniert sehr, sehr krass. Und vor allem, ihr seht gerade Sonne und vor allem Frühling, bisschen Sommer, diese Filme. Macht euch auf jeden Fall bereit für die wilden Frühlingstage so, um wild auszusehen. Und das auf jeden Fall abchecken. Bist du mein Sonnenlicht? So, als nächstes für den Frühling. Also Sonne scheint zwar gerade, aber es sind immer noch nur, was heißt nur, also... Lol. Es sind so 10 bis 12 Grad oder so, ist auf jeden Fall sehr angenehm, aber in T-Shirt rumlaufen ist auf jeden Fall jetzt nicht so nice. Deswegen braucht man so zum Beispiel hier so einen Sweater. Apropos, dieser Sweater ist von COS und der ist gerade runtergesetzt auf 27 Euro und der kostet normalerweise eigentlich 50 oder 60. 1:1 denselben habe ich nochmal bestellt, lol. Deswegen checkt die Beschreibung auf jeden Fall ab, bei COS sind auf jeden Fall einige Sachen runtergesetzt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau, Frühling, so, Sonne ist da, aber man muss trotzdem mit Pullis rausgehen oder einer dünnen Jacke oder sowas. Und ich habe die perfekte Lösung dafür und zwar habe ich diesen Reißverschluss-Pulli von Asos gefunden, in so einem beige, hell-weiß so wieder halt. Ich finde diese Farbe sehr, sehr nice, also das deckt so diesen tönen Vibe miesig. Und bezüglich Hoodies mit Reißverschlüssen habe ich diesen hier noch gefunden und zwar, ihr seht, die Passform ist absolut krank. Jedenfalls habe ich diesen Reißverschluss-Hoodie bei der Frauenabteilung von Weekday gefunden und ja, Frauenabteilung so, ich weiß, viele tun sich damit schwer, aber wenn es jetzt nicht baufrei ist und man eure Nippel sieht, wisst ihr, ich meine, Passform ist eh oversized geschnitten, also ich habe das in Größe M oder L geholt. Ich bin auf jeden Fall 1,73, 74 so breit gebaut, ihr wisst selber, ich muss nicht sagen. Und deswegen, das auf jeden Fall auch eine super Empfehlung von mir. So, als nächstes haben wir einen Strickpullover von Asus wieder. Und zwar ist das dieser beige Vanille gelbe Strickpullover. Ich habe den mit reingenommen, ich fand den sehr, sehr krass. Frühling ist jetzt kein Sommer so, sind keine 40 Grad, aber Sonne scheint, aber es ist trotzdem ein bisschen kühl. Den könnt ihr, sage ich mal, jetzt holen für den Frühling und wenn es im Sommer dann zu heiß ist, dann bewahrt ihr euch den einfach für Winter auch so, was soll ich sagen? Was erkläre ich hier überhaupt? Strickpullover, auch für Frühling, sehr, sehr. Als nächstes haben wir einen Half-Zip Reißverschluss-Pulli von Collusion. Der hat wieder diese Dip-Dye-mäßig Optik, also dieses Fleckenhafte in diesem Purple-Rosa-mäßig. Also ihr seht, ich finde es sehr, sehr nice. Kann ich mir zum Beispiel zu einer helleren Hose sehr, sehr krass vorstellen oder zu einer beigen Hose oder sowas. Halt so dieser hellere Vibe. Vor allem für den Frühling bzw. Sommer. Also ich finde, das greift sehr, sehr nice diesen Vibe auf. Und deswegen an dieser Stelle dieser Half-Zip bunte rosa Purple-mäßige Half-Zip, sehr, sehr cool und auf jeden Fall sehr gerne abchecken. So, als nächstes, ihr wisst doch, diese Location-Wechsel, BHP Dow Studios, ich muss nicht sagen, ist zu wild. Auf jeden Fall haben wir als nächstes ein Langarm-Shirt in diesem Mintgrün. Kann man nicht so viel zu sagen, außer dass es eine Oversize-Passform hat. Also perfekt für die wärmeren Frühlingstage bzw. für Sommertage so, ist halt luftig locker so. Und an dieser Stelle 15 Euro kann man auf jeden Fall nichts sagen, der Bruder macht sich auf jeden Fall hier gerade bereit für Date-mäßig so, ihr wisst selber. So, ein weiteres T-Shirt habe ich und zwar ist es von Collusion. Ich muss aber an dieser Stelle gerade sagen, gestern war es noch verfügbar, heute ist es ausverkauft. Aber ich stelle das trotzdem ganz kurz vor und zwar sieht es so aus. Und warum ich es vorstelle ist, ich habe es schon öfters gesagt, bei Asus kommen die Sachen immer wieder rein. Checkt das immer zwischendurch mal wieder ab. Also ich verlinke das ja auch immer, weil zwischendurch gibt es die Größe immer wieder und kommen Sachen wieder rein und raus und so weiter. Immer auf der Hut bleiben. So, weg von Asus und rein in den
Koss Online Store. Und zwar habe ich hier ein Kurzarmhemd in so einem Braun. Gibt es auch in Blau. Ihr seht, die Ärmel sind ein bisschen länger, so auch wenn da jetzt nicht Oversize steht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Oversize ist. Viel gibt es sonst dazu nicht zu sagen. Es sieht nach einem sehr dicken Stoff aus. Das heißt, die Passform wird wahrscheinlich sehr, sehr nice sein und sehr stabil sein, sage ich mal. Sodass die Ärmel so vernünftig abstehen und nicht so runterhängen, so auf diese Broke-Basis, so wisst ihr, ich meine. So ein Knopf auf diese bisschen Casanova mit Sonnenbrille. So. Relax. Ich muss nicht erklären, ihr wisst selber. Falls jemand Interesse dran haben sollte, gibt's das auf jeden Fall. Und deswegen, Stuhl, kannst du mal aufhören zu quietschen, Alter? Ich habe hier voll die Palme, ne? Kann das sein? Wie ihr sehen könnt, ich war nicht beim Friseur, weil ich halte mich an die Regeln, nicht rauszugehen. Solltet ihr auch. So, kommen wir mal zum nächsten und zum letzten Shop. Und zwar ist es... Stop it. Get some help. Das ist diese Dip-Dye-mäßige, verwaschene Jeansjacke in diesem Weiß-Blau. Manche denken sich jetzt so, ey, was soll diese Cure-Maken-Vibes und sowas. Momentan fühle ich diesen Vibe unnormal mit diesen verwaschenen Sachen. Und diese Jacke kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen zu gewissen Outfits, wenn die so eine nice Oversize-Passform hat, so Ärmel, ihr wisst selber, so die Stack so ein bisschen. So ein bisschen auf Chile-mäßig, wisst ihr, wie ich meine? Ui, wayo. Einfach Handy runtergefallen, lol. Jedenfalls kann ich mir diese Jacke sehr, sehr gut vorstellen, egal zu welchem Outfit und zu welchem Vibe, sage ich mal. Sehr gerne abchecken. Ne, ich sage nur. So, als nächstes Teil habe ich bei der Frauenabteilung, also ich habe tatsächlich bei der Frauenabteilung bei Weekday sehr, sehr viel gefunden, also sehr krass. Und als nächstes Teil habe ich einen Sweater gefunden, der eine sehr ähnliche Passform hat zu dem hier. Also diese Farbe, dieses verwaschene Blau, finde ich sehr, sehr krass, sehr, sehr nice, habe ich auch bestellt. Also ich muss sagen, Blau hat mich krass gecatcht dieses Jahr oder bis jetzt. Dann gibt es das nochmal in Weiß und Beige. Beige habe ich weggelassen, weil fand ich cool so. Aber jetzt alle drei bestellen, ist nicht drin. Deswegen habe ich mich für Blau und Weiß entschieden. Ich habe keinen weißen Sweater so und deswegen dachte ich mir, es ist langsam an der Zeit. Und auf den Bildern sahen diese Sweater auch sehr, sehr cool aus. Ich kann nur sagen, Geheimtipp, diese Frauenabteilung, diese Unisex-Sachen wie Sweater, Hoodie, Jacken oder sowas. Versteht, wie ich meine, weil wenige kommen auf diese Idee. Und als allerletztes für alle, die auf der Suche nach Hoodies sind. Ich habe keine vernünftigen gefunden, bei ASOS sowohl nicht, als auch bei Weekday Männerabteilung selbst nicht. Und dann bin ich bei der Frauenabteilung so ein bisschen reingesteppt, habe so ein bisschen links, rechts geguckt, ihr wisst selber, diese Übersteiger gemacht. Auf einmal siehst du diese wilde Hoodies in allen möglichen Farben. Ob Neongrün, in Braun habe ich den, glaube ich, bestellt, im Hellblau habe ich den bestellt. Alle möglichen Farben haben die. Und dazu kommt noch, dass die eine Version haben, sage ich mal, was so quasi wieder diesen Dip-Dye-Vibe so aufgreift, und zwar in diesen Blau-Weiß. Fand ich nice. Fand ich nicht überkrass, aber fand ich sehr, sehr nice. Und deswegen dieser Hoodie auf jeden Fall eine wilde Empfehlung von mir. Und damit war es das auf jeden Fall auch mit dem Video. Also, Quintessenz dieses Videos. Ihr wisst selber. Checkt auf jeden Fall die ganze Beschreibung ab. Wie gesagt, alle Klamotten sind verlinkt, plus Größe und so weiter. Deswegen einmal reinsteppen und vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video. Und am Sonntag, wenn alles gut läuft und die ganzen Pakete ankommen, kommt das Try-On-Haul von den Klamotten, Latest Pickups mäßig. Bleibt auf jeden Fall frisch, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder rein. Peace.